Wasser vielleicht schlecht, aber wenn Sie das nach Amsterdam runter kommen bei uns, ist die Rufform ungewöhnlich. Wurde erfunden, wollte extra diese Boote, die bieten gleichzeitig eine sehr hohe Seetauglichkeit und eine sehr hohe Geschwindigkeit, die sie fahren können. Diese Boote werden eingesetzt, um die Mannschaft und Versorgung für Lebensmittel oder aber auch die Kosten. Des Weiteren haben wir jetzt den großen blauen Rumpf mit dem gelben Aufbau. Das ist ein Limo, ein Küstenmotorschiff. In dem Fall ein Frachter mit Chemietanks an Bord. Der transportiert also im Original entsprechend Chemikalien. Und ist dran. Aber wie gesagt, Auto. Dann das zweite, die Öffnung zu sehen, hat das Schiff auch den Hauptantrieb auflaufen. Entsprechend Wertstromantriebe. Wir sehen das hier, dann ist es möglich, dass es nur noch quer zur Schiffsachse fährt oder sich aber auf der Stelle dreht. Und das ist eine Funktionalität, hat das Original genauso. Und wird dann benutzt, um dann zum einen im Hafen manövrieren zu können, zum anderen aber auch auf hoher See. Wenn diese Boote an den Leuten sind, was Sie noch sehen, sind zwei weitere Schlepper, die einen großen Kontrakt hier durchs Becken ziehen. Der Kontrom ist eine Arbeitsplattform, von der aus Gerätschaften montiert werden. Da könnten auch eins machen. Und der Kapitän der Golden Goose absetzen muss. Dann kommt auch noch das Crew-Tender-Boot, dieses kleine gelbe Boot, kommt auch noch zur Hilfe. Das hat natürlich eine sehr mehr Kapazität, um Mannschaft aufzunehmen, als so ein kleines Rettungsboot. Da passt es. Keine Ahnung, wie viele Personen passen rein? Drei, habe ich gerade gehört, ungefähr. Zur Not auch bis zu 14. Also dann wird es aber nicht so schwierig. Ja, zur Mannschaft. Das ist eine heute klappt auch ja nicht. Und das waren natürlich Sachen wie große Anker, Bojen, sonst was bei dem Schiff übers Heck abwirft oder auch wieder aufsammelt. Würde es natürlich mit der Zeit das Schiff nicht ganz schön ramponieren. Deswegen befindet sich hinten am Schiff eine sogenannte Heckrolle. Das ist eine, wie der Name sagt, einfach eine große Rolle aus Stahl. Die ist drehbar gelagert, über die kann die Kette wunderbar abrollen oder auch ein großer Anker oder wofür diese Schiffe auch eingesetzt werden, zum Verlegen von Tiefseekabeln oder Pipeline oder. Schaut mal, ob das jetzt gelingt. Das Wasser ist zum Glück recht ruhig. Da sollte das kein Problem sein. Und so hat das schon einige Übungen. Ja, wie man eigentlich sieht, wunderbar, es hat geklappt. Er konnte die Boje einsammeln und auch sein großes Arbeitsdeck draufziehen. Ja, der andere Versorger, die er ist hier.